Hallo und herzlich willkommen zu der September-Ausgabe von Bielefeld Sozial. Heute bei strahlendem Sonnenschein. Und Sie fragen sich jetzt bestimmt, Mensch, was trägt denn die da? Und das wohl auch zu Recht. Ich bin nämlich heute zu Besuch bei Biene Meier und bei dem Herrn Mönks, Biolehrer und Imker. Aus Leidenschaft, Herr Mönks? Ja, Leidenschaft kann man sagen. Bei Leidenschaft ist auch ein bisschen Leid dabei. Aber man wird selten gestochen. Also ich gehe nur ausnahmsweise mit so einem Hut an meine Bienen. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit Bienen so zu beschäftigen? Ich habe vor vielen Jahren mal für einen Freund einen Bienenschwarm einfangen müssen. Der meinte, du bist Sportler, der hängt ein bisschen hoch, den holst du runter, diesen Schwarm. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir gesagt habe, ich brauche auch Bienen. Und Sie machen die Bienen ja auch winterfertig. Was gehört denn dazu? Also wie machen Sie das? Also normalerweise sind die Bienen an das Leben im Jahreslauf angepasst. Wenn man denen aber Honig wegnimmt, dann muss man das natürlich ersetzen. Und das heißt, man muss die rechtzeitig einfüttern. Die bekommen dann einen Zuckersirup und haben dann genügend Vorräte, um über den Winter zu kommen. Und der letzte Winter, der war ja ziemlich hart und vor allem auch ziemlich lange. Sind denn da viele Bienen auch gestorben? Wenn die richtig vorbereitet waren, nicht. Also solche Winter muss man auch einkalkulieren, dass die etwas länger dauern. Und ich sage immer, lieber im Frühjahr etwas Futter rausnehmen, als zu wenig drin zu haben. Dann ist das kein Problem. Was bei manchen Kollegen vielleicht Probleme gemacht hat, war die Varroamilbe. Wenn man da nicht im ganzen Jahr vorher sorgfältig drauf achtet, dass der Bestand nicht zu hoch wird, dann können Varroamilben schon Probleme machen. Aber das hat man im Grunde genommen im Griff. Okay, vielen herzlichen Dank. Viele Menschen verbinden mit Bienen vorzugsweise erstmal den Honig. Was einige aber nicht wissen, ist, dass neben den Rindern und Schweinen die Bienen das wichtigste Nutztier ist überhaupt. Und warum das Ganze so ist, das weiß David Mistagi. Bienen, Bienen, Bienen. Ja, mal ein Kissen. Die Honigbiene ist genau wie die anderen Wildbienen, Hummel, Wespenarten einfach ein integraler Bestandteil des Naturhaushalts, weil sie einfach ein wichtiger Bestäuber ist für viele Natur- und Kulturpflanzen und sie ist, das muss man ganz klar sagen, natürlich auch ein wichtiges Nutztier. In Deutschland halten rund 80.000 Imker ca. 600.000 Bienenvölker. Sie produzieren ein Fünftel des deutschen Honigverbrauchs, vor allem aber leisten sie wichtige Bestäubungsdienste. Für einige Grundnahrungsmittel wie Mais und Weizen ist zwar keine Insektenbestäubung nötig, aber 80% unserer Kulturpflanzen müssen durch Bienen bestäubt werden, um Früchte auszubilden. Darunter alle Obstbäume und Beerenobst, sowie viele Gemüse wie Gurken, Tomate, Paprika, Aubergine und alle Kohlsorten. Der eigentliche wirtschaftliche Wert der Honigbiene liegt also nicht im Honig, sondern in ihrer Bestäubungsleistung. Doch trotz dieser Tatsache ist zurzeit ein Rückgang der Bienenvölker zu beobachten. In Westfalen-Lippe ist zum Beispiel die Zahl der Bienenvölker im letzten Jahrzehnt um 10% zurückgegangen. Wenn sich die Lebens- und Umweltbedingungen der Bienen nicht deutlich verbessern, ist in wenigen Jahrzehnten ein Bestäubungsnotstand zu befürchten. Für den Rückgang der Bienenvölker sind verschiedene Gründe zu nennen. Ja, es ist sicherlich problematisch, dass viele Felder sehr intensiv genutzt werden. Das heißt, Blühstreifen gibt es fast nicht mehr. Viele von den brachliegenden Flächen, die in der Vergangenheit als Pollen- und Nektarquelle das ganze Jahr über zur Verfügung gestanden haben, werden jetzt für Energiepflanzen genutzt. Vor allen Dingen für Raps, der nur sehr kurz blüht, und auch für Mais, der den Bienen im Prinzip keinerlei Ressourcen bietet. Da müsste sicherlich einiges getan werden, um das zu verbessern. Die Imker fürchten auch, dass beim Anbau von Energiepflanzen mehr Pestizide eingesetzt werden als bei Nahrungspflanzen. Pestizide unterliegen zwar einer strengen Überprüfung auf Bienengefährlichkeit, in der Praxis kommt es aber immer wieder durch falschen Pestizideinsatz zu Belastungen bis hin zum Massensterben. Finden die Bienen im Sommer nicht genug Pollen und Nektar, kann es im Winter zu Unterernährung und Mangelerscheinungen kommen. Sie können dann Krankheiten und Parasiten wie der Varroamilbe nicht genügend Widerstand entgegensetzen. Die Varroamilbe ist eine der größten Bedrohungen für die Bienenvölker. Sie kann nur durch erfahrene Imker und größte Aufmerksamkeit im Schach gehalten werden. Die Altersstruktur der Imkerschaft trägt ebenfalls zum Rückgang der Bienenvölker bei.
die Imkerschaft überaltert. Da muss ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist vielleicht nicht mehr ganz so sehr der Fall. Es gibt also mittlerweile den begrüßenswerten Trend, dass es wieder mehr Jungimker gibt. Was dazu kommt, ist, dass viele, gerade Anfänger und eben auch jüngere Imker, einfach weniger Bienenvölker halten. Also der einzelne Imker hat weniger Bienen. Die neuen Imker betreiben die Bienenhaltung eher als Hobby. Sie sehen die Imkerei eher als ehrenamtlichen Dienst am Naturschutz. Derzeit gehen die Imker mit ihren Bienenvölkern mehr und mehr in die Städte, da es hier länger warm ist und im Sommer ein vielfältigeres Blütenangebot zu finden ist. Dafür kann auch jeder Einzelne durch bienenfreundliche Bepflanzung von Gärten und Balkonen sorgen. Auch Gartenämter und Baugenossenschaften können hierzu beitragen. Auf einem Gelände der Freien Scholle, das erst nächstes Jahr bebaut wird, wurde zum Beispiel eine Bienenweide angelegt. So, ich stehe jetzt hier mit den Bienenprofis aus der 6. Klasse vom Helmholtz-Gymnasium. Wie sieht das denn aus? Könnt ihr mir mal was zeigen? Weil ich habe ja eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon. Ja, können wir durchaus machen. Ja? Dann zeigt mir doch mal was. Hier haben wir einen Schaukasten, ne? Ja. Bienenschaukasten. Kann man den aufmachen? Ja. Macht ihr das doch mal, sonst werde ich noch gestochen. Ich mal auf die Seite. Wow. Hier sind die ganzen Bienen und die, das ist die Königin, die Bienenkönigin. Ah, die mit dem blauen Punkt. Ist das eine Krone? Ist das die Krone? Nein, das hat der, ja, sowas ähnliches wie eine Krone, damit man die besser erkennt, hat der Imker das drauf gemacht. Und wie unterscheidet die Bienenkönigin sich jetzt von den anderen Bienen? Ist die jetzt einfach größer oder? Hier, diese Bienen, die da drum sind, die arbeiten so für die. Und was heißt das, die arbeiten für die? Was machen die da? Ja, die pflegen die, machen die sauber und so. Und ab nächsten Jahr, habe ich gehört, werdet ihr auch eine Bienen-AG haben. Habt ihr denn schon jetzt Vorerfahrungen schon gesammelt, was Bienen betrifft? Ja, wir haben zum Beispiel mal hier hinten Honig geschleudert. Ach was, und wie läuft sowas ab? Also wie schleudert man Honig? Ja, als erstes muss man die Waben öffnen, sag ich mal. Ja, entdeckeln. Damit der Honig überhaupt zum Vorschein kommt, sag ich mal. Dafür braucht man ein gewisses Werkzeug und dann entdeckelt man die wie mit einer großen Gabel, sag ich mal. Und wenn man die dann entdeckelt hat, kommen die in eine Honigschleuder und werden dann immer geschleudert und geschleudert, aber nicht so schnell, dass die Waben sonst kaputt gehen können. So lernt man auf jeden Fall immer dazu. Habt ihr den Honig denn schon mal probiert? War er lecker? Ich fand ihn jetzt nicht so lecker. Ja, doch, ist gut. Und was begeistert dich an Bienen so sehr? Ja, sind halt tolle Tiere und ja, machen ja einen Nährstoff für uns. Also stellen die halt her. So, hier leben die Bienen in geordneten Verhältnissen, während manche Jugendliche nicht die Möglichkeit haben, ein geordnetes Leben überhaupt zu führen. Betreute Jugendangebote in festen Räumen werden immer weniger. Martin Hofmann zeigt eine eher ungewöhnliche Lösung. In Bielefeld wie auch in anderen Städten werden Jugendtreffs, feste Einrichtungen, die von Sozialarbeitern betreut werden, angeboten. Sie werden mit Hilfe staatlicher Förderung bereitgestellt und haben sich bei Jugendlichen etabliert. Also ich finde super, ich bin ja schon seit ich 6 bin hingegangen und quasi hier groß geworden mit Kindergruppen und dann immer weiter habe ich meinen Mitarbeiterschein hier gemacht und ich finde es einfach super, dass man die Möglichkeit hat, hier sich mit Freunden zu treffen und nicht irgendwie auf Parkplätzen rumlungert oder so und dann wirklich ein super Angebot hat, dass man Billard spielen kann, Angebote in Ferien nutzen kann und auf Freizeiten fahren kann. Finde ich super. Im Stadtteil Vilsendorf fand man eine eher ungewohnte Lösung. Wir machten uns daher auf die Suche. Weit abgelegen fanden wir unser Ziel. Hans-Wilhelm Bahr vom Jugendamt war mit an der Anschaffung der Bauwagen für die Jugendlichen beteiligt. Das war der geeignetste Standort. Die anderen Standorte waren sehr viel näher an Wohnbebauung dran. Und mit den zu erwartenden Schwierigkeiten, dass es dort aus der Bevölkerung möglicherweise Widerstände geben könnte, das ist natürlich
einen Bereich, wo man nicht noch drei Kicker und eine Tischtennisplatte reinstellen soll. Es soll aber im Grunde sowas wie ein Rückzugspunkt sein, wie ein kleines Zuhause sein. Und diese Größe ist natürlich den Möglichkeiten, den finanziellen Möglichkeiten geschuldet. Da gibt es hier dann viel zu wenig Sachen, also kein Billardtisch, gar nichts. Wir müssen da am meisten eigentlich hier draußen chillen. Also drinnen ist kaum was, jetzt engt. Wir sind so viele Leute, dann kann man gar nicht drinnen chillen. Also ich persönlich finde, das ist echt traurig, was sie da machen. Also irgendwie versuchen, Jugendliche mit dem Bauwagen abzuspeisen. Ist diese Abgelegenheit wirklich die richtige Lösung? Und ist das Bild von Jugendlichen, die abgeschieden sein wollen, zutreffend? Dr. Cornelia Hoffmann von der Fakultät Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld steht kritisch zu dieser Ansicht. Das ist der Trend, den Erwachsene vielleicht von Jugendlichen wahrnehmen. Ich glaube aber, dass Entwicklung und Identität nur dann sich wirklich auch entwickelt und dass Jugendliche das auch viel mehr heute brauchen, als sie es damals brauchten, als es die Nachbarschaft gab, als es ein Zuhause gab, wo man nach draußen gegangen ist und einfach seine Kumpel oder auch die Clique gefunden hat, ohne weite Wege zu haben. Umso wichtiger ist heute, dass es Treffpunkte gibt, wo man den Jugendlichen sagt, hier ist eine Anlaufstelle, hier sind wir für euch da und hier habt ihr die Möglichkeit, euch auszutauschen, hier könnt ihr euch mit euren Freunden zusammen treffen. Geld für eine bessere Einrichtung gab es nicht, da Politiker eine schlechte Haushaltslage beklagten. Ich glaube aber, dass es darauf ankommt, einmal nochmal genauer hinzugucken, inwiefern das möglicherweise Sparmaßnahmen sind. Das heißt, man guckt, wie man Jugendliche irgendwo unterkriegt in etwas, was möglichst nichts kostet und was aber eben auch weder irgendwelche Werte noch Normen vermitteln kann, weil es etwas schon alleine vom äußeren Erscheinungsbild ist, was es nicht wert ist, zu pflegen oder auch sauber zu halten, weil es das schon gar nicht hergibt. Dann geht man davon aus, dass Jugendliche sowas sowieso nicht tun und wird es damit auch bestätigen. Das heißt, Jugendliche werden da eher nicht pfleglich mit umgehen, weil sie schon eigentlich signalisiert bekommen, dass sie es selber auch nicht wert sind, einen Raum oder eine Möglichkeit der Freizeitgestaltung zu bekommen und zugestanden zu bekommen, die in Ordnung ist, wo sie sich ihren Interessen entsprechend entwickeln können. Doch können wir bei unserem Wohlstand tatsächlich nicht mehr aufbringen? Sollten Einsparungen nicht eben jene verschonen, die die nächste Generation ausmachen und die Zukunft unseres Landes sein sollten?